Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Thorsten an. Dieser hat über die Amazon Academy geschrieben, welche er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Die Amazon Academy ist eine Coaching- und Trainingsplattform von Maurice Gliesmann und Daniel Vogler, die jedem zeigt, wie man bei Amazon seinen eigenen Shop betreibt und so Geld verdient. Egal, ob man als Einsteiger anfängt oder ob man schon etwas von der Materie versteht, jeder kommt auf seine Kosten dank unterschiedlicher Lektionen mit Wissen von vielen Experten. Maurice Gliesmann und Daniel Vogler sind beide selbst erfolgreiche Amazon-Seller und haben zusammen mit vielen weiteren internationalen Amazon-Experten die Amazon Academy ins Leben gerufen. Das heißt, alle Inhalte, die man findet und nicht allein von den beiden Gründern, sondern eben auch noch von den Experten. Warum überhaupt Amazon? Bei Amazon sind täglich Millionen Kunden unterwegs, garantierter Traffic. Auch in Deutschland benutzen mittlerweile 51% der Bevölkerung den weltweit größten Versandhandel. Das bietet genügend Platz für einen weiteren Shop. Mit den richtigen Strategien und Produkten kann man über das Amazon FBA-Programm sich einen Nebenverdienst aufbauen oder mit genug Engagement und Ehrgeiz es sogar zum Hauptberuf machen. FBA steht für Fulfillment bei Amazon und meint so viel wie Versand durch Amazon, und genau das ermöglicht es auch als Privatmann oder Frau, einen eigenen Shop bei Amazon zu eröffnen. Die größte Sorge oder die größten Bedenken wären bei den meisten vermutlich die Logistik sowie die Lagerung. Bei Versand durch Amazon, wie der Name es schon bereits erahnen lässt, wird beides von Amazon übernommen. Das heißt, man kauft irgendwo günstig Artikel ein, überwiegend vermutlich bei chinesischen Großhändlern, über Alibaba und Co. und lässt diese direkt in das Amazon-Lager senden. Sobald nun etwas gekauft wird im eigenen Laden, erhält Amazon die Benachrichtigung und verschickt die Ware an den Kunden, so wie man es von ihnen gewohnt ist. Im Gegenzug behält Amazon eine Gebühr ein. Alle Details dazu erfährt man auch in der Amazon Academy. Diese kurze Info soll lediglich Leuten helfen, die so gar keine Ahnung davon haben. Der Kurs besteht aus 6 Modulen und mehr als 30 Videos. Die Module bauen aufeinander auf und man kann genau an den Punkt einsteigen, der dem bisherigen Wissensstand entspricht. Das erste Modul behandelt alles zum Thema Produkt- und Marktrecherche. Wer bei Amazon Geschäft einsteigen möchte, der muss sich zunächst Gedanken darüber machen, welche Produkte er überhaupt vertreiben möchte. Dazu muss man aber auch wissen, wie der aktuelle Markt und die Konkurrenz aussieht und wie man die richtigen Produkte findet. Das zweite Modul zeigt dann, wie man die erste Bestellung aufgibt und was man dabei beachten sollte, auch beim Kontakt mit dem Händler. Das dritte Modul erklärt alles das, was mit Amazon direkt zu tun hat. Also Sachen wie Account erstellen, Produkte anlegen, Produkte verwalten, EAN-Nummer und so weiter. Das folgende Modul erläutert die Pre-Launch-Phase, also die kurze Phase, bevor das Produkt online gestellt wird. Im Fokus stehen hier Produktdetails und wie man diese optimiert. Das fünfte Modul handelt von dem tatsächlichen Launch. Themen hier sind vor allem Vermarktung und Ranking. Da man natürlich möchte, dass die Sachen gekauft werden, sollte man darauf achten, ein gutes Ranking bei Amazon zu haben, was ganz ähnlich funktioniert wie mit dem Google Ranking. Es gibt auch hier einige Begriffe bzw. Keywords, die zu einem besseren Ranking führen, sodass die Artikel auf Seite 1 angezeigt werden und somit auch eine erhöhte Chance haben, gekauft zu werden. Das letzte Modul, das Bonusmodul, ist eine Zusammenfassung von allgemeinen Tricks, Besonderheiten und Tools, die man verwenden kann, um es sich ein wenig leichter zu machen. Die Videos sind alle ziemlich lang und es gibt häufig dazu noch ergänzende PDF-Dateien, damit man nochmal Stichpunkte zum Nachlesen hat. Zur Amazon Academy gehören auch die Mini-Masterminds. Das sind diverse WhatsApp-Gruppen, die dazu dienen, dass sich die Academy-Anwender austauschen können. Hier kann man als Community diskutieren und sich gegenseitig helfen und inspirieren. Darüber hinaus gibt es noch monatliche Webinare, die abgehalten werden. Bei der Amazon Academy zahlt man eine Art Mitgliedschaftsgebühr. Man verpflichtet sich für mindestens 6 Monate und zahlt dafür ca. 240 Euro. Das klingt für den einen oder anderen im ersten Moment vielleicht viel, aber wenn man es mit Konkurrenzprodukten vergleicht, ist es doch relativ niedrig. Man muss außerdem bedenken, dass man sofort auf alle Videos Zugriff hat und dass sich die Inhalte stetig aktualisieren. Außerdem bekommt man noch einen starken Support sowie die Community. Die Amazon Academy ist meiner Meinung nach jeden Cent wert, vor allem dann, wenn man sich mit dem Thema absolut nicht auskennt. Man wird von A bis Z durch die Sache geführt, sodass man eigentlich alles weiß, was man wissen muss. Der wichtigste Schritt ist dann nur noch, es auch wirklich zu machen. Man muss bedenken, dass der Kurs allein nicht die einzige Investition bleiben wird. Wer ernsthaft mit Amazon FBA durchstarten will, der muss noch weitere Kosten einplanen. Dazu gehört in erster Linie vor allem die Anschaffung von Produkten, wo man mindestens 1.000 Euro zurücklegen sollte. Es geht sicherlich auch mit weniger, je nachdem, was für Ware man vertreiben möchte. Es kommen aber noch weitere Kosten auf einen zu, EAN, FBA-Gebühren und so weiter.
Aber zurück zum Kurs. Dieser ist, soweit ich beurteilen kann, wirklich lückenlos. Es gibt zwar vieles, was vielleicht nicht neu ist, aber auch genauso viel, was man noch nicht kennt. Egal ob Private Labeling, Software oder wie man zu guten Produktfotos kommt, jedes Thema wird angeschnitten und ausführlich dargestellt. Das führt auch dazu, dass die Videos sehr lang geraten sind. Das könnte für manche vielleicht ein schwerer Happen sein, mich persönlich hat es nicht so gestört. Manchmal nimmt man sich dann eben nur eine halbe Stunde am Tag und schaut nur ein Video und an anderen Tagen mal zwei. Abschließend kann ich sagen, dass sich der Kauf auf jeden Fall für die lohnt, die ernsthaft beabsichtigen, Amazon-Seller zu werden und die dafür noch die nötigen Informationen brauchen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top und man bekommt erstklassigen Support und eine tolle Community zum persönlichen Austausch. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.